Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das liebe Geld. Wie viel Geld verdient man eigentlich als Assistenzarzt? Und früher oder später beginnt man sich diese Frage so oder so zu stellen, denn Anfang des Medizinstudiums denkt man sich noch, ja, cooler Beruf, kann ich später mal Menschen helfen und ich verdiene gleichzeitig noch ganz viel Geld. Win-win-Situation, total cool. Und im Studium denkt man, wow, das ist ein ganz schöner Aufwand. Erstens natürlich geistig, körperlich, vom Druck her und auch von der Zeit, aber auch vom finanziellen her, ist das ein ganz schön teures Geschäft oder ein ganz schön teures Studium. Und dann denkt man sich natürlich irgendwann, wann bekomme ich denn das wieder rein? Wann ist es soweit, dass ich da mal was verdiene und nicht meine Schulden erstmal abbezahle? Und da stellt man sich ja dann auch spätestens die Frage, okay, wie viel verdiene ich jetzt? Und irgendwann ist man dann mit dem Medizinstudium fertig und sagt sich, ja, wo fange ich denn jetzt an? Gehe ich in eine Uniklinik oder gehe ich in ein ganz normales kommunales Haus oder gehe ich in eine Privatklinik? Und wo sind da die Unterschiede und auch welches Fach mache ich denn jetzt? Ich habe ja gehört, Radiologie, da verdient man sehr, sehr viel Geld oder auch in der Ophthalmologie, in der Augenheilkunde. Und als Dermatologe zum Beispiel verdiene ich gar nicht so viel. Also muss ich da mich jetzt schon quasi, wenn ich viel Geld verdienen will, irgendwo spezialisieren in einem Bereich, wo ich später mal ordentlich Geld scheffeln könnte. Und auch privat wird man dann ganz oft gefragt, wow, wie viel Geld verdienst du jetzt eigentlich als Arzt? Ist ja total krass, jetzt bist du schon im zweiten, dritten Jahr im Assistenzarztjahr. Wie viel verdienst du da eigentlich? Und unterm Strich muss man natürlich eins sagen. Ja, man verdient hier gutes Geld mit diesem Beruf, das muss man einfach sagen. Das ist viel Geld, ich finde es jedenfalls viel Geld. Auch als Assistenzarzt, nicht nur als Facharzt oder auch Oberarzt später mal. Und auch in Kliniken verdient man gutes Geld, dass man sehr, sehr schön leben kann. Da braucht man überhaupt nicht drüber sprechen. Klar gibt es einen Punkt, den man ansprechen kann. Die Relation zu manch anderer Berufsgruppe, um jetzt nicht den Fußballprofi zu nennen oder irgendwas anderes, ist natürlich eine ganz andere. Wenn man sagt, okay, so ein Arzt, gerade in der Geburtshilfe zum Beispiel, hat man eine mega Verantwortung. Da kommt eine Frau mit ihrem Kind im Bauch und der Mann ist auch noch dabei und die wollen jetzt von einem die bestmögliche Behandlung, dass alle gut aus der Nummer rauskommen. Man hat extrem viel Verantwortung. Nicht nur für das eine Leben vielleicht, sondern in der Geburtshilfe ist es sogar für zwei Leben und auch da hängt ein ganzes Familienglück dran. Also man hat sehr, sehr viel Verantwortung und wenn man das überschlägt auf das Geld, was dann unterm Strich am Monatsende bei rauskommt, denkt man sich, ja, eigentlich so relativ gesehen ist es vielleicht gar nicht so viel. Wenn man da überlegt, was hat denn ein Fußballer zum Beispiel für eine Verantwortung, den Ball dreimal hin und her zu kicken und der kriegt, brauchen wir nicht drüber reden, wie viel die bekommen, dann ist das schon irgendwo ein bisschen so ein unfairer Gedanke vielleicht. Aber man muss auch dazu sagen, man hat diesen Beruf nicht ausgewählt, weil man jetzt ganz, ganz viel Geld scheffeln will. Da gibt es andere Berufsgruppen, andere Berufszweige, die man einschlagen kann, wenn man jetzt darauf aus ist, im Leben maximal viel Geld rauszuholen. Das ist nicht der Medizinerberuf. Dafür hat man einfach viel zu viel Energie und Zeit und auch Geld hineingesteckt, um da später irgendwie maximal viel rauszubekommen. Man verdient viel, man verdient gut, aber man wird da jetzt nicht vielleicht super, super reich mit. Wir sprechen hier vom Otto-Normalmediziner, jetzt nicht von irgendeinem plastischen Chirurg in New York, der eine Privatklinik aufgemacht hat. Also einfach nur der ganz normale Arzt, der sich in der Klinik vielleicht betätigt oder auch später in der Praxis. Der hat ein wunderbares Leben, der kann das auch super führen und viele Urlaube machen und tolle Häuser bauen und so weiter und so fort. Aber er wird jetzt kein Multimillionär in dem Sinne. Und jetzt kommen wir mal zu den Feinheiten und den Unterschieden, was man so als Erstjahresassistenzarzt oder auch Facharzt verdient. Und das wird man natürlich auch im Privatleben sehr oft gefragt, Mensch, was verdienst du denn jetzt? Du kommst ja jetzt schon ins dritte Jahr Assistenzarzt, kriegst du da irgendwie einen Bonus oder wie auch immer. Und ich sage immer, das kann man eigentlich relativ leicht zu Hause am Computer nachgucken, was ich ungefähr verdiene. Denn je nachdem, ob du jetzt in der Uniklinik bist oder im ganz normalen kommunalen Krankenhaus, gibt es sogenannte Tarifverträge. Ausgenommen von diesen zwei Vertragsmodellmodulen, Vertragsmodellmodulen, auch ein schönes Wort für Scrabble, gibt es natürlich noch Privatkliniken, die gesonderte Tarife haben. Da spreche ich heute nicht drüber. Ich spreche heute nur mal mein Beispiel durch, wie es bei mir ist. Ich bin an einer ganz normalen, quasi städtischen Klinik, nichts Privates, keine Uniklinik, ist trotzdem ein Haus der Maximalversorgung und da verdient man einfach nach einem Tarifvertrag. Es geht erstmal darum, ob du jetzt Berufsanfänger bist, also Assistenzarzt quasi im ersten Jahr oder an dem Haus anfängst zum Beispiel als Facharzt. Du kommst jetzt von einer anderen Klinik, bist aber schon Facharzt und fängst da das erste Jahr an. Also es geht erstmal darum, bist du Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, leitender Oberarzt oder Chef. So geht die Pyramide einmal nach oben und nach rechts geht die Pyramide einmal mit den Entwicklungsjahren.
wie lange bist du jetzt schon an diesem Haus, beziehungsweise wie lange Berufserfahrung hast du jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dann gibt es eine sehr, sehr schöne Tabelle, die kann ich hier auch gleich mal einblenden. Da kann man perfekt ablesen, was man zum Beispiel als, in meinem Fall, Assistenzarzt, der jetzt ins dritte Jahr kommt, das heißt, ich komme jetzt erst in mein drittes Jahr, was ich da brutto, das muss man dazu sagen, komme ich gleich noch zu, verdient. Dann sieht man hier auf der linken Seite eben von Stufe 1 bis Stufe 4 Assistenzarzt bis leitender Oberarzt. Das ist die eine Stufe eben der Entwicklung und die andere sind natürlich unten quasi die X-Achse, wie viele Jahre ich schon da bin. Und ich, bei mir ist es so, ich bin jetzt bald 2 Jahre da, ich komme ins dritte Jahr. Das heißt, man kann bei mir sehr, sehr gut die Stufe einmal abzählen. Ich bin nicht mehr Stufe 1, nicht Stufe 2, sondern ich komme in Stufe 3. Das heißt, ich verdiene brutto 4.830 Euro, ein paar zerquetschte, 17 waren es, glaube ich. Das ist das, was ich brutto verdiene. Jetzt kommt es natürlich darauf an, bin ich in der Kirche, was habe ich für eine Krankenkassenversicherung, bin ich privat, bin ich gesetzlich krankenversichert, was zahle ich noch für Steuerabgaben etc. pp., sodass man nur den Bruttobetrag quasi sich ungefähr ausrechnen kann, was dann netto bei rauskommt. Das ist individuell entscheidend, je nachdem, wie man so versteuert ist, in welcher Steuerklasse man auch ist und was man noch für Zusatzleistungen eben hat. Und es kommt natürlich noch darauf an, was man für und wie viele Dienste man hat. Man verdient also auch in seinen Bereitschaftsdiensten oder in seinen Nachtdiensten entsprechendes Geld. Das ist bei den einen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Dienstmodell. Besonders viel Geld kriegt man natürlich an Feiertagen und Sonntagen. Da ist nochmal so eine extra Pauschale. Unterm Strich muss man schon sagen, so mit 6 bis 7 Dienste kriegt man vielleicht 300 bis 400 Euro ganz grob mehr raus. Das heißt, wenn man sich das rausrechnet aus dem Netto, sagen wir mal, ich kriege jetzt von den 3.800 und ein paar gequetschten, kriege ich vielleicht 3.200 oder so raus und kann mit meinen Diensten noch 300 Euro draufschlagen, kriege ich 3.500, 3.600 Euro und ich finde, das ist wahnsinnig viel Geld. Je nachdem natürlich, was du für einen Lebensanspruch hast. Ich fahre jetzt nicht unbedingt Porsche oder, keine Ahnung, lebe in einer Villa, aber es ist einfach so, dass man da gutes Geld verdient und ich glaube, da kann auch jeder beipflichten. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und an diesen Tarifverträgen sieht man ja auch, die Spanne nach oben geht ja immer weiter. Das heißt, je länger man in einem Haus zum Beispiel ist oder je weiter man die Leiter, die Karriereleiter nach oben steigt, desto mehr oder desto besser kann man auch eben verdienen. Und irgendwann ist man eben an einem Punkt gekommen, zum Beispiel als leitender Oberarzt, wo man dann auch zum Beispiel Pauschalverträge von diesen Kliniken bekommt. Egal wie viele Dienste man dann also macht, kriegt man ein Pauschalgehalt jeden Monat, was unabhängig ist von so äußeren Einflüssen wie eben Dienste schieben oder so. Und so einen Tarifvertrag gibt es auch für Unikliniken. Da verdient man tendenziell ein bisschen besser. Das sind jetzt keine dreistelligen Beträge, sondern eher so 300-400 Euro mehr. Je nach Entwicklungsstufe ist natürlich so, dass man da ein bisschen mehr verdient. Man hat da auch einfach ein größeres Umfeld, sagen wir mal, größeren Konkurrenzkampf und da sind die Vorsätze oder die Vorzeichen auch ein bisschen anders. Und in Privatkliniken, das habe ich vorhin schon angesprochen, da können ganz andere Verträge herrschen. Da muss man sich einfach umgucken. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt mit den einzelnen Fachdisziplinen. Wir haben jetzt ganz toll gesehen, von Assistenzarzt bis leitender Oberarzt und die Entwicklungsstufen haben wir gesehen, aber wir haben jetzt noch gar keine Fachdisziplin gesehen. Aber man sagt doch immer, dass die Radiologen so viel Geld verdienen und die, sagen wir mal, Internisten oder Gynäkologen auch weniger Geld verdienen. Aber das steckt ja hier gar nicht mit in diesen Tarifverträgen drin. Und das stimmt. Also, da kriegt ein Assistenzarzt der Radiologie kriegt genau denselben Tarifvertrag wie der arme Gynäkologe. Aber später, wenn man sich dann mal niederlässt, zum Beispiel in eine Praxis, da ändert sich dann die ganzen Vorzeichen. Denn da ist es wirklich so, dass die Radiologen da einfach verhältnismäßig mehr verdienen als zum Beispiel der Hautarzt im Dorf. Das ist einfach so, das hat unterschiedliche Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen muss, sodass man sich das natürlich überlegen kann. Wenn ich jetzt Radiologe werde und mich später mal niederlasse in der Praxis, dann kann ich natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen, klar. Aber wenn du gar keinen Bock auf Radiologie hast, dann würde ich davon einfach abraten, weil du musst dein Leben lang mit diesem Beruf hast du zu tun. Und wenn es dir gar keinen Spaß macht, morgens aufzustehen und an die Arbeit zu gehen, weil du das Fach einfach hast, dann hast du auch nicht viel von dem Geld, muss ich sagen. Weil du hast einfach sehr, sehr viel Zeit, die du in der Klinik verbringst, sehr, sehr viel Zeit, die du mit diesem Beruf verbringst. Und da hilft dir auch das ganze Extrageld nicht, was du da verdienst, wenn du da überhaupt keinen Spaß dran hast. Mach einfach das, was dir Spaß macht. Du kannst dir auch verschiedene Bereiche angucken. Dieses Tarifmodell gilt jetzt nicht ab Berufsstart je nach Klinik. Das heißt, wenn du im dritten Jahr Gynäkologie zum Beispiel jetzt wechselst in eine andere Klinik und fängst da in der Chirurgie, in der Allgemeinchirurgie an, heißt das nicht, dass du wieder bei Null anfängst, sondern du steigst natürlich bei der Entwicklungsstufe ein, wo du da aufgehört hast.
Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du da schon wieder abrutschst. Das heißt, du kannst auch dir andere Dinge, wenn dir das eine nicht taugt, auch nochmal angucken. Das zum Thema Geld verdienen als Assistenzarzt. Ich persönlich finde, es ist gutes und viel Geld. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen, auch wenn das immer viele Kollegen tun, die dann auf den Gehaltsschein gucken und sagen, oh, das ist ja irgendwie gefühlt viel, viel zu wenig. Ich kann damit sehr gut auskommen. Ich kann dreimal am Tag warm essen ohne Probleme und habe einen schönen Beruf. Man hat natürlich viel Verantwortung, man verbringt viel Zeit in so einer Klinik oder an seiner Berufsstätte. Das ist so, man hat sich das aber auch ausgesucht und ich denke, es kommt unterm Strich nicht wirklich auf das Geld an. Es ist schön, wenn man sich was leisten kann, was extra leisten kann, einfach mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal einen neuen Laptop und brauche nicht groß auf jeden Cent achten, sondern hat das vielleicht mit einem Gehalt schon drin. Aber es ist auch einfach so, dass dieser Beruf eine Art Berufung ist. Und das sollte es auch sein unterm Strich. Man braucht jetzt nicht denken, ich studiere Medizin, um jetzt ganz, ganz schwer reich zu werden. Das ist leider nicht drin und das muss es auch gar nicht, wie ich finde. Ihr könnt mir ja mal unter den Kommentaren dazu schreiben, was ihr davon haltet. Ist ein Beruf dafür da, maximal viel Geld rauszuholen oder ist es eigentlich schon, reicht es schon aus, wenn man mit diesem Beruf glücklich ist, gut leben kann, für seine Familie sorgen kann? Das könnt ihr mir ja einfach mal schreiben und dalassen und freue mich auf die Diskussion hier unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Mal sehen, welches Thema ich mir dafür raussuche. Wenn ihr Fragen habt, bitte auch unter in die Kommentare rein. Ich freue mich da immer total. Dieses Thema war auch eine Anregung von einer Followerin, die gesagt hat, sag da einfach mal, was verdienst du eigentlich? Und ich fand es ein sehr, sehr passendes Thema. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Ciao.